Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon an der Aussicht, es ist erstens Herbst, weil die ganzen Blätter sind gelb. Und zweitens sind wir in Sasbachwalden. Der Nico, der Manu und ich, noch ein paar andere, die kennt ihr aber nicht aus irgendwelchen Videos. Und ja, mega geiles Wetter heute, heute ist Sonntag. Und für mich eigentlich ein ganz wichtiger Tag, weil ich einen neuen Dämpfer gerade am Testen bin. Viele von euch haben es vielleicht auch auf Instagram schon gesehen. Und zwar einen Push 116, habe ich gerade von MRC Trading, einen Testdämpfer. Bin ich gerade am Testen. Und ich würde sagen, wir swappen mal kurz runter zum Auto. Ich mache euch da noch so ein kleines, Technik-Part hier mit ins Video rein. Und erkläre ich ein bisschen was zu dem Dämpfer. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt rein mit dem Video. Dann kriegt ihr natürlich aus Sasbachwalden auch noch ein paar GoPro-Clips. War ziemlich lässig heute oder ist ziemlich lässig heute. Macht richtig Laune, richtig Spaß. Und ja, genau. Ich würde sagen, das ist das erste Video so in die Off-Season rein. Jetzt so langsam alles vorbei. Und ja, genau. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir starten rein. Bis gleich unten am Auto. Nochmal. Ja Leute, kleiner Technik-Talk, jetzt leider doch von daheim und nicht vom Parkplatz in Sasbachwalden, weil es da echt schon dunkel geworden ist, wo wir vom Trail gekommen sind. Jetzt ist ja Winterzeit und da wird es einfach früher dunkel, deshalb habe ich mich jetzt hier auf der Terrasse in der letzten Sonne nach der Arbeit mal auf die Terrasse gechillt und neben mein Fahrrad und erzähle euch ein bisschen was zum Push-Dämpfer. Wirklich ganz schnell, ein kurzer Abriss. Das ist ein Testdämpfer von MRC Trading, den habe ich jetzt für 2 Wochen zum Testen bekommen und habe den mal getestet und muss mich jetzt die nächsten Tage entscheiden, ob ich den Dämpfer nehme oder nicht. Ein paar Fakten zu dem Dämpfer. Das Coole an dem Dämpfer ist, man hat hier oben eine Verstellung zwischen zwei verschiedenen Modis, kann das mit dem Hebel ganz einfach wählen und für beide Setups, die man einstellen kann, gibt es eine eigene Low- und High-Speed-Compression-Einstellung. Das finde ich relativ cool, weil man hat hier einen Downhill-Modus und einen Uphill-Modus. Man kann sich hier auch 2 Downhill-Settings im Prinzip drauflegen. Bei dem Rad macht es aber einfach Sinn, mit der Geometrie auch sich einen Downhill- und einen Uphill-Modus hier einzuprogrammieren, sage ich jetzt mal. Und das wird von MRC Trading oder beziehungsweise vom Push-Vertrieb im Prinzip auch schon so voreingestellt ist. Aber ihr hättet hier theoretisch die Funktion, euch 2 komplett eigene Modis einzustellen. Finde ich relativ cool. Ein cooles Feature, hat glaube ich so kein anderer Dämpfer. Und genau, sonst ein klassischer Stahlfederdämpfer. Ich hatte den hier mit einer 400er Feder. Und genau, eine Rebound-Verstellung habt ihr hier noch. Ganz normal, kennt ihr denke ich von den meisten Dämpfern. Und genau, das war es mal so zur groben Technik vom Push 116. Ihr könnt mal gucken, MRC Trading ist in Deutschland auch oft auf Test-Events unterwegs, hat da auch ihren Stand und da könnt ihr den Push-Dämpfer auch mal auf dem Trail da bei den Test-Events testen. Klar, im Moment ein bisschen schwierig, findet dieses Jahr jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel statt, aber im nächsten Jahr könnt ihr dann mal schauen, muss man auch halt die aktuelle Situation jetzt beachten, aber je nachdem, was da stattfindet, werdet ihr da MRC Trading bestimmt auch finden. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, einen Dämpfer mal zu testen. Und wenn ihr wirkliches Kaufinteresse habt, wirklich interessiert seid daran, den Dämpfer mal zu kaufen und nicht nur einfach mal just for fun 2 Wochen den Dämpfer zu fahren, dann könnt ihr bei MRC Trading auch mal anfragen. Dann schicken die euch vielleicht so wie mir auch einen Testdämpfer für 2 Wochen mal zum Testen. Und genau, da müsst ihr aber wie gesagt einfach bei MRC mal anfragen. Ja, das war es jetzt eigentlich so vom Technik-Talk. Für euch geht es jetzt auf den Trail. Zuerst noch mit der Drohne auf ein paar Drone-Shots in Sasbachwalden. Und da machen wir ein paar Abfahrten mit dem Dämpfer auf dem Trail. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wünsche euch viel Spaß wie immer. Ich hoffe, euch hat der kleine Technik-Talk gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare. Ich versuche die dann bestmöglich zu beantworten und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den Trail. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und let's go!
So Leute, Sasbachwalden, ganz oben Pfad 2, wird gerade oben umgebaut. Bisschen kurz. Zweite Abfahrt mit dem Push hier. Mit dem neuen Dämpfer. Vom Standard Setup. Den Rebound noch ein bisschen schneller gemacht. Jetzt geht's richtig. Rail it. Oh shit. Den meine ich, schau. Boah, Dreck gefressen, jetzt gerade Sand hochgespritzt. Oh nein, voll den Steher. Fuck. Oh, ich bin nicht in meinem Pedal. Jetzt! Woohoo!
Okay. Ja! Junge. Sketchy enge Kurven. Die sind hart sketchy, gell? Bolzen. Junge, manchmal macht es auch Bock, die Bremse zu benutzen und nicht mit Fahrtechnik, um die Kurve zu fahren. So, hier muss man hoch raus, dann ist die Kurve richtig geil hier. Wow, ein bisschen hecklastig gelandet. Sending it. Hier gleich durchfahren. Achtung! Warte! Ich bin mal ein sozialer Mensch hier. Alter, dieser Table. Der schießt einen immer so raus.